Hier geht es ja Bäumig, hä? Ja, so ist es. Ist die und so. Ja, immer gamen. Natürlich gamen und dein komischer Monitor ist eben. Ich, ja, weißt du, ich habe dich gesehen. Ich sehe, ja, tu es mal, komm. Ja, genau, ist ja gut. So quer. Das ist so, jetzt hast du eine Linie. Das ist so ein Schnauz. Das ist mein Gesicht, genau. Ja, ist gut, ich sage jetzt nicht, was für einen Schnauz du hast. Okay, ist gut. Das ist auch völlig veraltet. Jawohl. So, ja, liebe Leute, herzlich willkommen und heute zusammen und so zur neuesten Ausgabe von Game TV. Und heute. Schleppen wir rein, gell? Wir tappen rein, ich meine. Oh, wir schleppen und tappen. Wir tönen und schleppen. Schleppen und tappen. Ja, natürlich. Also, let's tap. Ein ganz cooles, innovatives Spiel für... Jetzt hast du ja den Schnauz schon wieder weggemacht. Oh, sorry, das ist schon gut. Nein, ist gleich. Ja, Let's Tap, ein ganz innovatives Spiel für die Wii, gell? Ja. Trümmeln. Ja, ich könnte sogar Pinguin spielen. Genau, also alle die, die vielleicht Rockband zu Hause haben und das Schlagzeug immer als schwierig gefunden haben, könnt vielleicht einmal... Hey. Ich bin an die Kamera gekommen. Ja, super. Ich wollte tappen. Ja, super. Alle, die das Gefühl haben, ah, Rockband, Schlagzeug, schwierig, könnt das vielleicht einmal zuerst posten und dann mal dort üben. Aber ob das wirklich so ist, wir checken es ab. Dann unglaublich. Was der Silvester Stallhuhn vor 100 Jahren schon hat können. Stallhuhn, genau. Ja. Der. Genau. Fight Night Round 4. Grosser Bericht heute zum fast Sportspiel des Jahres, ist man versucht zu sagen. Weil es hat es ja nicht ganz geschafft, gell? Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Oder E3 hat es nicht ganz geschafft. Was war eigentlich besser gewesen? Ich weiß es gar nicht. Manu! Wii Sports Resort. We like sports and we don't care who knows. From shooting hoops to the Super Bowl. We like sports and we don't care who knows. Ah ja. Krass. Wow. Wow. Bin ich froh, haben wir. Gerade nochmal ein Wii-Spiel neben Fight Night Round 4 im Programm. Das ist zwar kein Sportspiel. Nein, nicht, nein, nicht wirklich. Nicht, wie heisst es dann? Oh, The Conduit. Genau. Sagen wir das so, Conduit. Der Conduit, ja. Und du bist da der, der... Conduit. Conduit. Conduit für die Kommt, hör auf. Also, der Conduit für die Wii. Ein Shooter für die familienfreundliche Konsole. Endlich Shooter für die ganze Familie, sozusagen. Super. Jetzt habe ich wieder etwas gesehen. Anyway, also, das und viel mehr heute im Laufe der Sendung. Und am Anfang wie immer die News. Und da wünsche ich euch jetzt mal viel Vergnügen. Ciao. Watch and play Game TV. Capcom gibt die Entwicklung des kommenden MotoGP-Titels MotoGP 019 in die Hände von Monumental Games. Als das bislang umfangreichste MotoGP-Spiel wird MotoGP 019 nicht nur alle zwei Räder, Fahrer und Strecken des Championships von 2009 beinhalten, sondern zusätzlich brandneue Spielmodi beisteuern. Diese beinhalten Belohnungen für Fahrer und deren Fahrstil, sodass nicht nur der Gewinn eines Rennens zählt. Darüber hinaus stellt Capcom einen kostenfreien Service zur Verfügung, mit dem sich im Zuge der fortlaufenden Saison die Daten des Wettbewerbs 2010 aktualisieren lassen. MotoGP 019 wird im kommenden März auf Xbox 360 und PlayStation 3 veröffentlicht.
GameTV. Gute Zeiten für böse Taten. Bei Codemasters, einem der führenden europäischen Entwickler und Publisher von PC und Videospielen, stehen ab heute mit den drei Action-Adventure-Titeln Overlord 2, Overlord Dark Legend und Overlord Minions virtuelle Gemeinheiten auf der Tagesordnung. In der Fantasy-Parodie aus der Feder von Rihanna Pratchett, Tochter des Scheibenweltautors Terry Pratchett, begibt sich der Spieler auf eine Reise voller Plünderungen, Eroberungen und chaotischer Zwischenfälle, die nur so vor schwarzem Humor trieft. Monster Hunter Freedom Unite steht ab sofort in den Startlöchern. Zu Capcoms geplanten Aktionen, die über den Verkaufsstart hinausgehen, zählen monatliche kostenfrei zum Download erhältliche Quests und Bonus-Items. Um den heutigen Launchgebühren zu feiern, stehen bereits jetzt drei Extra-Missionen zur Verfügung. Darunter eine für Anfänger geeignete Dschungel-Quest sowie zwei Jagdaufträge für erfahrene Wildmänner. Spieler haben 50 Minuten Zeit, um jede Mission erfolgreich abzuschließen. Ist ihnen dieses Vorhaben gelungen, winkt eine üppige Geldbelohnung, mit der weitere Gegenstände wie Waffen und Ausrüstung erstanden werden. Können. Aber vielleicht erfreut sich ja auch die begleitende Feline an einer gekauften Leckerei. Hast du mal die News ansagen, gell? Ja, krass. Völlig etwas anderes. Aber ich finde es immer noch gut. Findest du immer noch gut? Ja, unsere News, hey. Ja, informativ, spektakulär, recherchiert vom Feinsten, sage ich da nur. Immer und sowieso. Immer wieder. Anyway, so, wir machen jetzt mal nach den kompetenten News los. Und zwar mit unserem ersten Bericht. Gell? Ja, welcher? Welcher willst du? Zuerst? Wenn wir das Tap machen. Let's Tap? Jetzt Tap. Ja, genau, Let's Tap. He? Ein ganz neues Spiel für die Nintendo Wii. Und, das Schöne ist, gell? Microsoft stellt zum Beispiel das Project Natal vor, das dann in 100 Jahren vielleicht mal rauskommt, wo es keinen Controller mehr braucht. Und eigentlich, hä, Let's Tap ist jetzt schon so weit. Yay! Ja, braucht man keinen Controller mehr. Man braucht nur eine Beatbox. Ja, genau. Also man braucht eigentlich den Controller schon. Man muss ihn aber anlegen und nicht in den Finger haben. Klingt ein bisschen komisch. Hä? Ja. Und wenn ihr findet, dass das wirklich ein komisch ist, dann schaut euch jetzt mal das Review an. Und vielleicht entschlüsseln wir dann das Geheimnis. If Charlie wants to tangle now, he'll have to dodge. Let's tap. 今日もトントン。明日もトントン。みんなトントン。世界初、トントンがゲームを新しくする。Let's tap.Auf die Plätze, fertig, los. Oder ganz einfach, Let's Tap. So heißt nämlich der neue innovative Wii-Titel aus dem Hause Sega, bei dem ihr die Wii-Fernbedienung aus der Hand legen könnt. Denn gespielt wird, indem ihr die Wii-Remote vor euch auf eine flache Unterlage, am besten einen Karton legt und durch Tippen auf diese Vibrationen auslöst. Yeah, I kinda like that. I wanna tap that. You can bet I'm gonna get you. Come on over here and play with me.So viel zum kreativen Gameplay, denn so könnt ihr das ganze Spiel steuern. Doch was bewirkt ihr mit eurem engagierten Klopfen? In Let's Tap gibt es verschiedene Spielmodi, die sowohl im Single- als auch im Multiplayer funktionieren. Das erste von fünf Spielen nennt sich Tap Runner. Bis zu vier Spieler oder ein Einzelner gegen Computerherausforderer messen sich in einem amüsanten Wettrennen. Farbige Strichmännchen werden durch eure Vibrationen vorangetrieben. Rhythmisches Tippen erhöht die Geschwindigkeit, ein stärkerer Schlag lässt eure Figur springen. So müsst ihr verschiedene Hindernisse überwinden und schnellstmöglich ins Ziel gelangen. Auf dem ersten Hindernisparcours stellen sich euch nur Hürden in den Weg. In den folgenden Levels fordern euch dann unter anderem auch Seile, über die ihr gefühlvoll balancieren müsst oder die ihr zum Schwingen benutzen könnt. Mit zunehmender Anzahl Levels steigt auch die Zahl der verschiedenen Hindernisse, welche die Strecken immer anspruchsvoller machen. Die eigentliche Musik spielt allerdings in Rhythm Tap. Hier müssen Töne so genau wie möglich getroffen werden. Habt ihr einmal den Rhythmus raus, fühlt sich euer Karton oder was auch immer ihr als Unterlage benutzt, wie eine Trommel an.
Doch Vorsicht, zu starkes Trommeln wirkt sich negativ auf die Bewertung aus. Feingefühl ist also auch hier angebracht. Der nächste Modus heißt Silent Blocks. Kurz beschrieben ist es die virtuelle Umsetzung des Brettspiels Jenga. In Let's Tap sieht das so aus. Der oder die Spieler wählen zunächst einen beliebigen Baustein im Turm aus, um ihn anschließend durch vorsichtiges Tippen herauszuziehen. Bedingung ist natürlich, dass der Turm dabei stehen bleibt. Ein einzelner harter Tap kann dabei genauso wirksam sein wie ein vorsichtiges Herantasten. Nach und nach wird auf diese Art der Turm abgebaut, wobei von oben ständig neue Steine nachrücken. Ziel ist es, dass nach dem Wegziehen eines Steins mindestens drei Steine der gleichen Farbe nebeneinander zu liegen kommen. Noch besser ist es, wenn ihr euren Turm so abbaut, dass ihr irgendwann mit dem Entfernen eines Steins gleich mehrere Kombos aneinander reiht. Durch Kombos entstehen im Mehrspielerduell besonders markierte Steine, die ebenfalls kombiniert werden müssen. Wer das als Erster oft genug schafft, gewinnt die Runde. Mit Bubble Voyager ist sogar noch ein Shooter vertreten, zwar einer der harmlosen Sorte, aber immerhin. Jede Partei besitzt einen Kampfjäger. Durch leichtes Tippen erhöht ihr die Flughöhe eures Flugzeuges und mit einem starken Druck schießt ihr in das Minenfeld. Wer den Gegner öfter trifft oder ihn gar zerstört, entscheidet das Duell zu seinen Gunsten. Schließlich gibt es noch einen Modus, in dem unterschiedliches Tippen verschiedene Effekte hervorruft. Unter anderem lasst ihr ein Feuerwerk und Unterwasserblasen steigen oder spritzt Farbkleckse auf eine Leinwand. Das Ganze nennt sich Visualizer und ist zwar eine kreative, spielerisch aber nebensächliche Idee, welche nicht wirklich lange zum Verweilen einlädt. Da die Meinungen über Let's Tap jetzt schon weit auseinandergehen, halten wir an dieser Stelle eines fest. Wir hatten Spaß damit. Uns haben die neuartigen Gameplays fasziniert, die übrigens allesamt einwandfrei funktionieren. Vor allem die abwechslungsreichen Hindernisparcours haben bei uns Lust auf mehr geweckt. Einzig, dass die anfängliche Begeisterung mit der Zeit etwas abflachen könnte, bleibt zu befürchten. Let's Tap. Trotzdem ist Let's Tap unserer Meinung nach ein tolles Spiel und für alle zu empfehlen, die zu Hause alte Kartons rumliegen haben. Wer das nicht hat, aber trotzdem nicht auf dieses spaßige Spiel verzichten möchte, holt sich ganz einfach die Special Edition mit zwei integrierten Original-Let's Tap-Pub-Unterlagen. Das erinnere mich immer, weißt, früher so hat man doch immer so mit der Familie gemacht, weißt, kannst du Pöpperle, Pöpperle und so auf dem Tisch, düge, ja, irgendwie so etwas, ja, alle Vögel fliegen, irgendwo sonst was. Also, Let's Tap, ganz witzig. Ich find's geil. Geister scheiden sich aber bei dem Spiel. Ja. Wir haben es aber lustig gefunden. Also, mal etwas anderes, mal ein bisschen rumhämmerle. Super cool. Gut, so viel dazu und es geht da weiter, gell? Nicht mit dem, schalt um jetzt, um. So. Danke. Ei, so Zeug wird man nicht sehen. Vor allem nicht in dieser Sendung. Hört doch auf. Also, von Let's Tap gehen wir das Genre weiter, bleiben hier auf der gleichen Konsole. Und ich habe es eben schon gesagt, ein Shooter für die Nintendo Wii. Das ist ein bisschen Seltenheit, gell? Ja, voll, und vor allem voll Hardcore. Voll Hardcore? Muss man also, sagen. Muss man sagen. Hardcore. Also. Für Freaks. Ja. Also, und wenn ihr jetzt Freaks sind und euren Wii gekauft haben und seither gefunden dann ist ja keine Freak-Konsole, dann ja, kommen wir jetzt vielleicht endlich mal auf eure Kosten. In einem düsteren Washington DC der Zukunft spielt sich die Story von The Conduit ab. Der Wii-exklusive Titel versetzt den Spieler in eine Zeit nach der großen Alien-Invasion. Als Geheimagent Mr. Ford zieht ihr gegen die Drudge genannten Aliens in den Kampf. Auf
ausgestattet werde er mit den modernsten Waffensystemen und dem alles sehenden Auge. Dabei handelt es sich um ein Spionagegerät mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Hauptsächlich jedoch dient es dazu, unsichtbare Markierungen und Zeichen sichtbar zu machen, sowie um Kontakt mit Computersystemen aufzunehmen, um Informationen abzurufen oder diese zu hacken. Die neuartige Steuerung, welche ein absolutes Shooter-Erlebnis gewähren soll, sieht so aus. Mit dem Analogstick des Nunchucks steuert ihr euren Protagonisten durch die Level und werft durch ruckartiges Schütteln Granaten. Die Wiimote benutzt ihr zum Zielen, Schießen und um euch zu drehen. Damit jeder Spieler einwandfrei spielen kann, lässt sich die Steuerung im Optionsmenü individuell anpassen. Dank recht verständlicher Erklärungen der Optionen ist alles in kurzer Zeit wunschgemäß eingestellt. Das Schicksal hat mich angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge fern. Obwohl ihr optimal bewaffnet seid, solltet ihr die außerirdischen Widersacher nicht unterschätzen. Während die Aliens bei den ersten Aufeinandertreffen noch mit Links ausradiert werden, habt ihr es im weiteren Spielverlauf mit immer clevereren Gegnern zu tun, die nicht nur geschickt in Deckung gehen, sondern auch taktisch agieren, indem sie euch beispielsweise umkreisen. Damit brenzlige Situationen euch aber nicht hoffnungslos überfordern, wurden Medipacks ins Spiel integriert, die euch das eine oder andere Mal am Leben halten. Oh, ne König. Abwechslung ins Spielgeschehen bringt das zu Beginn erwähnte All-Seeing Eye, kurz ASE. Dank diesem Feature warten packende Rätselaufgaben auf euch, denn die Entwickler geizen nicht mit zu erkundenden Geheimnissen und so ziehen sich diese durch das ganze Spiel. Auch versteckte Elemente gibt es mit dem Superauge zuhauf aufzuspüren. Mann gegen Mann, ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Neben dem Singleplayer-Modus, der in eine spannende Geschichte rund um eine vermutete Verschwörung der außerirdischen Invasion verpackt ist, bietet The Conduit ein umfassendes Multiplayer-Angebot für bis zu 16 Spieler. Der Fokus liegt hier auf einem möglichst leicht zugänglichen und schnellen Online-Gameplay. Die Waffensysteme, die ihr dabei benutzen dürft, bestehen entweder aus irdischer oder aus Alien-Technologie und unterscheiden sich stark in ihrer Funktionsweise. Bei vorhandenem V-Speak können sich die Spieler optional sogar in Echtzeit unterhalten. Auf einen Splitscreen-Modus wurde zwar verzichtet, dafür stehen verschiedenste andere Modi zur Verfügung. Beim ASE-Football ist der Spieler Sieger, der das All-Seeing Eye am längsten halten kann. Team Objective hingegen ist der klassische Capture the Flag-Modus, in dem es darum geht, das ASE in die eigene Basis zu befördern. Im Modus Marathon gewinnt der Spieler, der in einem bestimmten Zeitlimit die höchste Anzahl an Kills erreicht. Während in Three Strikes jeder nur dreimal ableben darf, siegt im Modus Last Man Standing der letzte Überlebende. In der Variation Bounty Hunter ist das Ziel, einen bestimmten Gegner zu töten, der einem zugewiesen wird. Angetrieben wird das Spiel von der Wii-exklusiven Quantum 3 Engine von High Voltage Software. Sie sorgt für das Dynamic Environment Mapping, ermöglicht interaktives Wasser mit realistischen Reflexionen, Lichtstreuung und Bub-Mapping, womit The Conduit eine für die Wii schon erstaunliche Grafik an den Tag legt. Mit The Conduit kommen nun endlich auch Nintendo-Zocker in den Genuss eines packenden First-Person-Shooters und dies erst noch, indem sie unsere Welt vor den Aliens beschützen dürfen. Du! Jo! Ist gut! Ist gut! Deine Sound-Unterstützung ist eigentlich perfekt. Okay. Ja, genau. Also, The Conduit! Gut gemacht eigentlich, ist okay. Also, wirklich gut gemacht. Für die Wii, super. Für die Wii, super. Ich weiss einfach nicht, was das für ein Urteil ist. Immer so, yeah. Man sagt immer so, ja, für die Wii ist es gut. Yeah. Das spricht für die Konsole. Das ist ein Sympathiepunkt. Sympathiepunkt. Yeah. Mm. Okay.
It's a me, the we. Anyway. Also, der Conduit, vernünftig. Vernünftig, vernünftig für all die auf derartige Spiel stehen. Und jetzt geht's richtig los, gell? Eben, und nicht irgendwie die heissa. Also, Fight Night Round 4. Also, Fight Night schon seit Jahren. Gut, viele Box-Simulationen gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich die einzige seit Jahren. Mal abgesehen von so Ready to Rumble und allen. Ja, aber das sind ja Spassbox-Titel. Ja, also, sagen wir, die einzige Box-Simulation, insofern hat das Spiel auch nicht schwer. Oder die Macher von EA Sports, wenn sie behaupten, das ist das beste Box-Spiel überhaupt. Aber mal abgesehen davon, ist Fight Night eigentlich auch immer wirklich ein sehr gutes Sportspiel gewesen. Ist das Jahr an der E3 unter anderem nominiert worden zum Sportspiel vom Jahr und hat es halt leider nicht geschafft, weil die nicht Freak-Konsole von vorher die besseren Sportspiele bringt. Seid mir, seid irgendein so ein Online-Magazin auf jeden Fall, gell? Ja. Fragt man sich dann, wer hat Ahnung vom Gamen? Auf jeden Fall Fight Night Round 4, ob das zumindest an Erfolg von seinen Vorgängern nachknüpft, das schauen wir uns jetzt mal an. Oder? Fitter Bericht. Bright moments always come back vivid. Die Glocke bimmelt, das knapp bekleidete Nummerngirl hält die Tafel hoch, die beiden Kontrahenten bewegen sich in die Mitte des Rings. Zeit für die nächste Runde. Und EA Sports gefeierte Boxsimulation Fight Night geht in die vierte. Round 4 verspricht authentische Boxkämpfe vom Feinsten und das mit einigen der weltbesten Akteure, unter die sich erstmals auch der gefürchtete Ohrenbeißer Mike Tyson mischt. Doch der jüngste Boxweltmeister aller Zeiten ist bei weitem nicht die einzige Neuerung. Alles ist jetzt noch realistischer. Fight Night Round 4 feiert die hohe Kunst des Boxens mit einem erweiterten Physiksystem, atemberaubender Grafik und umfassenden Verbesserungen am Gameplay. Es überträgt das charakteristische Aussehen und die typischen Bewegungen von über 45 Boxern in den virtuellen Ring. Auffällig sind drei Anzeigen, die neuerdings den Bildschirm während eines Fights schmücken. Sie offenbaren euch, wie es um euren Boxer steht. Diese Energiebalken könnt ihr in den Regenerationsphasen zwischen den Runden wieder auffrischen. Das Glätten von Beulen und Kleben von Cuts wird euch diesmal vorbehalten und so entscheidet ihr euch nur, ob Lebensenergie, Ausdauer oder Verletzungen behandelt werden. Dementsprechend verteilt ihr die verfügbaren Punkte oder könnt das Ganze auch automatisch geschehen lassen. Doch verlasst euch während eines Kampfes nicht zu sehr darauf, falls die Lebensenergie eures Gegners bereits stark gelitten hat. Denn fühlt ihr euch zu siegessicher, kann er sich mit einem harten Treffer schnell wieder ins Geschäft bringen. Die Steuerung wurde größtenteils von den Vorgängern übernommen. Ausgeteilt wird immer noch über den rechten Analogstick, der mit den Schultertasten kombiniert wird, um Körpertreffer oder Haymaker zu landen. Letztere sind zwar sehr kräftig, machen euch aber auch sehr anfällig für Konterattacken und da diese meistens direkt auf die 12 gehen, sind sie ziemlich wirksam. Greift deshalb stets aus einer kontrollierten Deckung an und versucht, euch die Konterschläge selber zunutze zu machen. Vina, this ain't Compton. Still money passed around like we taking the offering. I'm something. Unüberlegtes Drauflosboxen könnt ihr euch wie gesagt gleich abschminken. Denn Fight Night Round 4 bietet eine verfeinerte Defensivmechanik und entwickelt das Blocksystem aus Teil 3 weiter. Um sich mit maximaler Effizienz verteidigen zu können, sind die Boxer jetzt gezwungen, zwischen Blocks, Sidesteps und Ausweichbewegungen zu variieren. Wenn ihr immer nur die Deckung hochnehmt, kommen die Schläge eures Gegners irgendwann mal durch. Anhand einer der erwähnten Anzeigen seht ihr übrigens, wie sehr eure Deckung gelitten hat. Da
Das richtige Timing eurer Attacken ist das A und O, welches über Sieg und Niederlage entscheidet. Sobald euer Konkurrent von euren Fäusten so sehr gezeichnet ist, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten kann, taumelt er und versucht sich an euch zu klammern. Schubst ihn weg und schickt noch einmal ein paar gezielte Hiebe hinterher und der Gegner landet auf den Brettern. Doch das muss noch nicht das K.O. bedeuten, denn innerhalb der ominösen 10 Sekunden kann er sich nochmals aufrappeln. Die Aufstehszene wurde übrigens auch verändert, wird aber wieder über die beiden Analogsticks gesteuert. Zu einem echten Champion könnt ihr im erweiterten Karrieremodus heranwachsen. Mit eurem persönlichen Boxer, den ihr standesgemäß formen und stylen könnt, lanciert ihr als unbekannter Amateur eure Laufbahn. Euer bevorzugter Song, der auch aus der eigenen Playlist stammen darf, begleitet euch jeweils bei euren Auftritten. In Duellen gegen die direkte Konkurrenz arbeitet ihr euch in der Rangliste nach oben und mausert euch im besten Fall vom Underdog bis zum Greatest of All Time. Entscheidend bei eurem Triumphzug ist auch eure Beliebtheit. Diese steigert ihr mit spektakulärer Unterhaltung im Ring. Zählt dem Vorgänger nur der Sieg, kommt es diesmal vor allem darauf an, wie ihr diesen einfahrt. Habt euch zum größten Boxer aller Zeiten durchgeschlagen und fühlt euch unbesiegbar? Schön und gut, aber online gehen die Kämpfe um die begehrten Gürtel weiter. Da es pro Gewichtsklasse nur einen weltweiten Titelinhaber gibt, werdet ihr den Gürtel entweder verteidigen oder ständig auf der Jagd nach ihm sein. Fight Night Round 4 war bei der diesjährigen E3 als bestes Sportspiel 2009 nominiert. Für den Award reichte es nicht ganz, aber trotzdem erwarteten wir einiges von dem Titel. Und wir wurden nicht enttäuscht. Zu Recht darf EA Sports behaupten, mit dem neuen Fight Night ein Boxerlebnis zu präsentieren, das an Realismus nur durch das Gefühl im echten Boxring zu überbieten ist. The way that I move, nigga, you never gon' get it. Cause I'm too smooth, nigga, you never gon' get it. I thought you knew, nigga, you never gon' get it. You ain't got a clue, nigga. You're never gonna get it. Es hat weh da, gell? Ja, die Schieber ist nur zersprungen. Weh da. Ja, hä? Fight Night Round 4, so wie das jetzt. Hast du das gehört? Nein. So wie, weißt du, Bud Spencer und Terence Hill. Die haben doch auch immer mit Schnitzel so, ich weißt du, das andere. Sind es Melonen? Sind es Melonen? Ich habe immer gedacht, Schnitzel. Schnitzel oder Karotten so kaputt. Karotten? Ich weiß nicht, mit was die EA Sports Produzenten und Developer Soundeffekt für das Fight Night Round 4 eingespielt haben. Aber das Game ist geil, oder? Ja, schon. Super geil. Und ich habe da effektiv berechtigte Zweifel, hoffe ich daran, dass das. Wie? Was war es? Ja, das von Wii. Das Sportspiel vom Jahr. Sports Resort. Was ist denn so gut an dem? Hat sich lacht und sagt, ja, keine Ahnung. Nein, Spielbogenschießen. Spielbogenschießen. Hey, halt, Moment. Was dort unten? Eben, du kannst so beim Vielbogen, musst du so richtig aufziehen. Ja, beim Vielbogen. Ah. Habe ich E3 ausprobiert, das ist noch geil. Beim Vielbogen kann man so richtig aufziehen. So. Hey. Wii Sports Resort, das Sportspiel vom Jahr, wenn es nach diesen anderen geht, gell? Nach anderen, ja. Aber Amis haben ja eigentlich noch nie eine Ahnung gehabt, oder? Wirklich die eigentlich, obwohl die boxen viel eigentlich, oder? Boxen Amis noch viel? Also Ami-Boxen beißen vor allem in Ohren rein. Ja, stimmt. Aber eben der Mike Tyson ist ja auch nicht drin. Yay! Fight Night Round 4, zum ersten Mal notabene. Und ja, da sind wir auch beim Thema. Ja, okay. Wo sind wir jetzt? Beim Wettbewerb. Der hat aber nichts zu tun mit. Mit Feinheit? Nein, hat er nichts damit zu tun. Oh nein! Schade, sondern. Mit Beatboxen! Ja! Boxen! Wir shooten jetzt Let's Tap. Yay! Ja, ein bisschen friedlicher als Boxen und Schiessen. Wobei das Let's Tap hat ja einen Shooter drin irgendwo. Ja, haben wir gesehen und gehört. Also, Let's Tap shooten wir jetzt. Und wenn ihr so ein Let's Tap für die Wii gewinnen wollt, dann müsst ihr wie immer eine Frage beantworten. Und ich habe keine Ahnung, was für eine. Echt jetzt? Eine Frage? Ach, und der Manu hat immer gute Frage. Manu? Ah, ja.
Let's Tap? Ja, für Let's Tap. Wat, 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 nein. Welches Land hat die Box nicht überkommen? Was? Es gibt eine Box nämlich dazu. Und das hat ah, das Iceland Special Edition Ding. Ja, das mit dem Kart. Ja. Iceland hat es nicht bekommen. Ja, aber das haben wir im Bericht, glaube ich, gar nicht gesagt. Nein, das sollst du nicht machen. Nein, das geht nicht. Gut. Von wem ist Let's Tap? Das haben wir gesagt, ja. Das haben wir gesagt. Nein, das ist gut. Okay. Alles muss man selber machen. Das mal innovative Fragen könnt ihr euch überlegen. Also, wer ist der Entwickler von Let's Tap für die Wii? Wenn ihr gut aufgepasst habt im Laufe der Sendung, wisst ihr das. Und könnt mitmachen an diesem Wettbewerb. Gut, könnt auch ohne, dass ihr es wissen, wir machen an diesem Wettbewerb. Völlig egal. 50-50 Chance habt ihr auf jeden Fall. Und ja, beantwortet die Frage. Zwei mögliche Lösungen habt ihr hier eingeblendet. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt ihr immer ein SMS mit dem Keyword. 27. Nicht nur. Mit dem Abstand A oder B. Also Game! Die Nummer, Game 27. Ich hab gemeint, du hast Game schon gesagt. Keine Frage, keine Ahnung, ich kenne es gar nicht. Game 27, Abstand A oder B an Zielnummer. Ich frage jetzt nicht nochmal, weil wahrscheinlich weiss, doch die weiss. Doch, 990. Genau, 990. Ah. Mit ein bisschen Glück, das sage ich eigentlich auch immer. Gell? Ja, immer. Mit ein bisschen Glück geht ihr vielleicht so ein Let's Tap. Wey! Genau. So, das wär's gsi jetzt. Yay! Schon wieder sinnlos genug gsi da. Ja. Nächste Woche wieder. Ja, nächste Woche wieder. Mit sinnlos. Viel mehr Spiel und überhaupt. Yay. Bis dann, macht's gut und... Tschüss zusammen. Ja, das sagst du immer. Das sag ich immer. Ja, genau. Ja, mal noch schnell. So. Ja.